Anderthalb Kilo Mehl, ein klassisches Rezept ist so ein 160er Teig, das heißt also 600 Milliliter Wasser auf ein Kilo Mehl. Roggenteig braucht tendenziell eher ein bisschen mehr Wasser, das heißt bei anderthalb Kilo bräuchten wir etwa 900 Milliliter Wasser. Hier habe ich jetzt einen Liter, ich tue den ganzen Liter da rein. Und zwar deswegen, weil es einfacher ist, im Zweifelsfall Mehl nachzugeben, als Wasser hinzuzufügen. Wenn Sie einen Teigbollen haben, der geknetet wird, und geben dann Wasser da rein, dann haben Sie einen Aquaplaning-Effekt. Der schwimmt Ihnen so schön auf so einer Pfütze da drin rum und es dauert einfach, bis es sich vermischt miteinander. Jetzt wird es also geknetet bei dieser Menge. Könnte es wahrscheinlich direkt noch so den Knethaken reinmachen. Wenn Sie größere Mengen haben, mache ich das so, dass ich den Teig einfach etwas kurz vormische, weil in dem Moment, wo sich das Mehl mit dem Wasser vermischt, gibt es einen Klumpen, einen Bollen und der steigt Ihnen irgendwo hin, ohne dass Sie so genau wissen im Vorhinein, wo es hingeht. Deswegen vermische ich das einfach kurz so ein bisschen vor. Sie können hier jederzeit auch eingreifen, weil nach oben hin alles offen ist. Das heißt, Sie können sowohl nachgeben als auch zum Beispiel, wie ich es gleich mache, den Knethaken während des Rührens einsetzen. Also die meisten Leute stellen natürlich die Maschine ab. Upsa. Jetzt habe ich sogar auch, das habe ich erstmal falsch gemacht. Da ist nämlich der Dings in dem falschen Loch drin. So, dann mache ich Knethaken jetzt hier rein, der wird fixiert, weil wenn ich ihn nicht fixiere, dann könnte der Knethaken also an den Rand von der Schüssel schlagen, das soll er natürlich nicht. Ja. Sie sehen, Sie können hier jederzeit eingreifen, es gibt nichts, wo Sie sich verletzen können. Das heißt, die Schüssel dreht sich und der Knethaken ist mehr oder weniger stabil. Der Knethaken bewegt sich höchstens passiv mit. Genau, genau. Das ist nur ein Ansatzpunkt da, hat technisch einen großen Vorteil, weil Sie haben kein kompliziertes Getriebe innen drin, wo also die Kräfte umgelenkt werden, wo Zahnräder ineinander greifen. Der Effekt davon ist der, also dass immer, wenn Zahnräder ineinander greifen, haben sie auf der einen Seite eine Geräuschentwicklung, weil die machen ein bisschen Geräusche, und zum anderen erzeugen sie Reibungshitze. Das heißt, eine Maschine, je komplizierter das Getriebe ist, umso eher heizt sie sich auf. Bei der Maschine haben sie also überhaupt nie ein Problem damit, dass die zu warm wird. Wir lassen die Maschine auf der Ambiente, auf der Messe laufen. Da läuft sie also 4 Stunden ununterbrochen mit einem Kilo Mehl und 600 Milliliter Wasser dabei und sie wird also nicht warm. Warum ist das jetzt eine Universalküchenmaschine? Weil es da ein breites Spektrum an Zubehör gibt. Von Fleischwolf über einen Reibsatz, Mixeraufsatz, Zitruspresse, Pastascheiben, Spritzgebäckvorsatz, Gemüseschneider, Extratrommeln, Getreidemühlen, Flocker, Nudelaufsätze, also so das ganze Spektrum, was man normalerweise mit Küchenmaschinen heute abdecken kann. Jetzt mit diesem Stift hier fixiert. In dem Arm drin, oder hier unten drin, sitzt eine Feder, die den Arm immer nach außen drückt. Das heißt, er geht eigentlich automatisch nach außen, es sei denn, also es ist irgendwas drin, was ihn in die Mitte treibt, oder dass ich ihn fixiere. Ich kann den Arm etwas fixieren, indem ich hier hinten diese Schraube anziehe, dann habe ich also hier hinter ein bisschen Platz. Das ist dann vor allen Dingen von Vorteil, wenn man größere Mengen hat. Wenn man jetzt eine große Menge Teig hat, der kommt an und staut sich quasi vor diesem Teigroller, dann hat er natürlich eine Tendenz, eventuell hochzugehen, aus der Schüssel rauszugehen. Deswegen kann man da also ein bisschen Platz hinterlassen, dann kann der Teig da hinterher durchrutschen geht ihn also nicht aus der Schüssel raus.
Sie sehen also, Sie können diesen Teig damit bearbeiten, so wie er ist, aber für meinen Geschmack ist das nicht die richtige Art, wie geknetet werden, sondern der Teig wird einfach nur gemischt. Ich ausdrücke also wirklich alles auf einmal drin. Ich stelle das an. Natürlich auf langsame Geschwindigkeit, weil wenn ich das jetzt gleich schnell mache, dann spritzt das Mehl natürlich raus. Und sobald sich das etwas verbunden hat, gehe ich auf höhere Geschwindigkeit. Also das war jetzt wahrscheinlich keine halbe Minute. Sie sehen, die Masse ist wirklich völlig gleichmäßig. Ja. Ich würde es jetzt ein bisschen länger noch machen. Also ich lasse das immer so knapp eine Minute schlagen. Dann ist es also wirklich wunderbar.